Herrin. Herrin ist die weibliche Form von Herr. Herrin ist eine Besitzerin oder auch eine Gebieterin. Man kann von der Herrin eines Hauses sprechen, man kann auch von der Schlossherrin sprechen. Und jemand kann auch die Herrin über große Ländereien sein. Herrin war ursprünglich die Ehefrau eines Gutsbesitzers. Und so ist Herrin auch weiter die Frau, die etwas zu sagen hat. Im Religiösen spricht man gern von Gott als der Herr. Auch in Indien, einige Ausdrücke für Gott kommen von Herr und Gebieter. Zum Beispiel gibt es Ishvara. Ishvara heißt, ist nicht nur ein Ausdruck für Gott, sondern Ishvara könnte auch ein weltlicher Herr sein oder auch Isha. Heutzutage im Yoga-Kontext ist Ishvara immer Gott. Man könnte aber auch Ishvara als Herr übersetzen. Und im Sand in Indien gibt es nicht nur die männliche Form Gottes, sondern auch die weibliche Form Gottes. Und so gibt es Ishvari. Ishvari kann man übersetzen als die Göttin. Man könnte es auch übersetzen als die Herrin. In diesem Sinne, Durga und Kali sind Göttinnen und sie gebieten über das ganze Universum. Und so könnte man sagen, sie sind auch die Herrin der Gläubigen. Im Yoga-Kontext vermeidet man aber im Allgemeinen die Ausdrücke Herr und Herrin. Das ist sehr stark christlich geprägt und auch viele westliche Christen mögen den Ausdruck Herr nicht so viel, sprechen heutzutage lieber von Gott. Schon deshalb, weil es heute nicht mehr Herr und Diener gibt und weil es nicht diese Gutsherren gibt. Schon deshalb ist der Ausdruck Herr etwas aus der Mode gekommen. Man kennt Herr nur noch als Anrede, Herr Schmidt oder Herr Müller. Und es gibt eben nicht die Herrin, sondern gibt es Frau Schmidt und Frau Müller. Und um das Ganze irgendwo zu vermeiden, spricht man einfach von Gott und Göttin oder noch allgemeiner von das Göttliche.